Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Ocean The Last Hope. Und für mich ist das eine ganz, ganz besondere Folge, denn es ist die erste Aufnahme für mich in diesem Jahr und die erste Aufnahme nach dieser riesengroßen, langen Pause, nachdem das mit dem Finale und dem Upload nicht funktioniert hat und so. Und ja, ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass ich das im Sendeplan auch angepasst habe vor einiger Zeit. Wir sind ja in dieses Projekt wieder reingestartet mit 2 Folgen pro Woche. Das kommt jetzt nur noch mittwochs um 18 Uhr. Und das hat den Hintergrund, dass dieser optionale Dungeon, dem wir uns jetzt nach und nach widmen werden, dass der wahnsinnig viel Zeit frisst mit Vorbereitung und allem drum und dran. Ich weiß immer noch nicht, ob wir den überhaupt bis zum Ende hinkriegen, aber ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet, werde ich das mal kurz zeigen. Und das ist meine neue Haupttruppe, mit der ich gedenke, den ganzen Dungeon irgendwie durchzuboxen. Keine Ahnung, ob das die beste Wahl ist. Mir gefällt sie am besten. Sarah als meine beste Heilerin, Aromat als mein liebster Nahkämpfer, Bacchus, den ich dringend brauche wegen seinem Skill Schwarzes Loch, und Miracle, weil sie A, mein Lieblingscharakter ist und B, verdammt viel Damage austeilt. Und das sieht aber jetzt ein bisschen komisch aus, wenn wir uns alle angucken, denn es dauert wahnsinnig lange, in diesen Levelbereichen überhaupt die Leute voranzubringen. Und ich habe mich jetzt wirklich nur auf diese 4 konzentriert. Das heißt, wenn die mir verrecken, habe ich echt ein Problem, zumal die anderen gerade nackig sind. Das wollte ich eigentlich vor der Aufnahme noch anpassen. Ja, guck mal, die haben nichts an. Ich wollte einfach gucken, dass ich die besten Sachen meinen besten Leuten auch geben kann. Aber okay, sei es drum. Wir werden das auch so irgendwie hinkriegen, hoffe ich. Ich habe mir das erste Stockwerk schon sehr ausführlich angesehen und habe hier halt ein bisschen gelevelt. Habe allerdings keine Kiste aufgemacht und auch mit nichts interagiert. Das heißt, wir werden jetzt ähnlich, wie wir das in Eternal Sonata gemacht haben. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja dieses Let's Play auch gesehen, wo wir dann im optionalen Dungeon immer pro Part ein Stockwerk komplett beendet haben. Das heißt, ich möchte in jedem Stockwerk alle Gegner töten, logischerweise alle Truhen mitnehmen. Ob mir das gelingt, ist eine andere Frage. Das ist manchmal echt extremes Glück. Also ich habe selbst in diesen höheren Levelbereichen teilweise echt meine Schwierigkeiten gehabt mit einigen Gegnern. Weil das einfach irgendwie Glück ist, wie das Schwarze Loch gerade funktioniert, wie meine Leute angegriffen werden, auf welche Viecher sich die Leute konzentrieren, also, auf welche Viecher sich die Leute konzentrieren, eher andersrum, auf welche Leute sich die Viecher konzentrieren. Also meine Vorgehensweise ist so, dass ich mit Bacchus starte, das Schwarze Loch spamme und dann quasi mit Aromat aus dem Hintergrund, aus dem Hinterhalt heraus, wenn man so möchte, die ganze Zeit diese Feuersäulen zum Einsatz bringe. Ich muss jetzt nach diesem Kampf mal mein Headset ein bisschen leiser machen. Ziemlich verdammt laut hier mit den Kämpfen. Und das war jetzt ein Kampf, der natürlich optimal lief, ne? Ganz klar. Ah, ich habe euch noch eine andere Sache nicht erzählt. Warte mal, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Endlich wieder Star Ocean, mein Gott. Ich meine, für euch läuft das ja jetzt schon ein bisschen länger auf diesem Kanal, aber wie gesagt, ich habe bis einschließlich zur letzten Folge alles schon im letzten Jahr aufgenommen. Und ja, so, warte mal, eine Sache muss ich euch zeigen, denn ich habe mir so ein paar Waffen synthetisiert und auf alle Waffen, die meine Leute aktuell haben, diesen Boost von 20% zusätzlicher Erfahrung mit draufgetan. Also falls ihr euch fragt, warum ich hier vielleicht ja, so viel Erfahrung bekomme, obwohl ich kaum blaue Steinchen habe, dann liegt das darin begründet. Und ja, genau. So, diese Viecher, warte mal, ich muss mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. Ich habe gestern Abend gelevelt, muss mich da jetzt erstmal wieder reinfriemeln. Also, ich kann euch nur jetzt schon sagen, die Abläufe, die werden relativ ähnlich sein und das wird jetzt nicht so spannend sein mit den Kämpfen. Also nicht böse sein, aber ich will hier halt ja, keine Risiken eingehen. Und diese Viecher, die sind die schlimmsten, diese Bienen. Also zumindest auf dieser Etage. Die Gegner, die werden nach und nach auch neu. Ich glaube, wir werden hier auch einige Bosse antreffen. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Also ich kann das gar nicht oft genug sagen, aber ich möchte keine Garantie dafür übernehmen, dass ich das bis zum Ende durchrocke. Und wir haben ja darüber hinaus auch noch einen zweiten optionalen Dungeon und den schaffe ich sowieso nicht. Also, das kann ich zu 100% schon sagen. Das ist jetzt die Höhle der 7 Sterne. Ja, wir sehen das auch
außerhalb der Kämpfe in der Minimap und der andere ist der Wandering Dungeon. So heißt der im Englischen. Ich weiß gar nicht, wie der 1:1 übersetzt im Deutschen heißt, kein Plan. Aber der setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Gibt natürlich so ein paar Leute da draußen, die sagen, ne, alles voll easy peasy, ist gar nicht schwer. Das mag auch stimmen. Ja, also wenn man sich da, weiß ich nicht, auf ewig lange Farming-Sessions einlassen möchte, dann passt das. Aber ich habe keine Lust für einen Durchlauf durch so einen Dungeon 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden einzuplanen, um nur um dann im vorletzten Stockwerk zu verrecken, weil ich einen Schritt falsch gemacht habe. Also das sind dann schon so Dimensionen, die traue ich mir nicht mehr zu. Hier können wir mal gucken. Hier bin ich jetzt mal so frei und lasse mich von dem per Überraschungsangriff erwischen, weil die gar nicht so schwer sind und wir hier gute Erfahrungen auch rausbekommen. Also die sind mir eigentlich ganz lieb. Man muss natürlich trotzdem vorsichtig sein. Also ich konzentriere mich immer zu 100% auf den Charakter, den ich gerade steuere. Ich kann euch nur empfehlen, mal unten auf die Energieleisten zu gucken und einfach mal darauf zu achten, wie viel Schaden die teilweise austeilen. Ja, also bei diesen Viechern hier geht's noch. Die sind noch relativ human, sind auch relativ schnell down. Aber gerade diese Bienen oder Wespen, schon wieder vergessen, wie die heißen, das geht mal überhaupt nicht. Also da, ich weiß nicht, die brauchen ein paar Male zuzustechen und die Leute sind down. Also da bin ich selbst im 90er-Level-Bereich das ein oder andere Mal schon fast verreckt. Weil ich muss natürlich in dem Moment, wo ich auf Arumat umschwenke, so ein bisschen auch darauf spekulieren, dass Bakus sein schwarzes Loch auch castet, ne? Weil ansonsten verteilen sich die Gegner und dann wird das relativ schnell unübersichtlich und ja, so ist das dann halt. Ich bin ansonsten mit meinen Kenntnisboosts auch bei fast allen Leuten mit den, also bei meinen 4 Hauptleuten auf Maximum. Die haben fast alles voll. Das läppert sich dann halt, wenn man so ein bisschen Power-Leveling betreibt. Das hier ist der erste neue Gegner für euch. Der wird mir jetzt nach dem Kampf nicht als neue angezeigt. Ich habe mir das aber notiert, dass wir die noch nicht kennen. Dann lesen wir uns auch gleich den Text mal zusammen durch. Großperiton. Die sind eklig. Also die haben, ganz ehrlich, mir am meisten Kummer bereitet, weil es darum ging, meine Bonusleiste zu zerschmettern. Da nehme ich so einen ganz ekelhaften Skill, der irgendwie... Ja, guck mal, da kommt auch schon wieder ein so ein Periton. Oh, ja, genau der. Habt ihr diesen Skill gerade gesehen? Ich meine, das sieht gerade voll süß aus, weil das immer so eine Herzchen sind, die rauskloppen. Und die fokussieren sich irgendwie im Gegensatz zu allen anderen Gegnern hier in dieser Etage immer ganz häufig auf mich. Und ich meine, ich bin jetzt in diesem Part hier ohne Bonus-Dings reingestartet, also ohne eine befüllte Bonustafel. Weil ich jetzt hier den Zweck verfolge, diese Etage irgendwie lebend und komplett zu überstehen. Aber ich bin natürlich für meine Level-Sessions hier mit einer komplett blauen Tafel reingegangen und jedes Mal haben entweder diese Viecher oder die Bienen mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht und das ist dann natürlich, ja, extrem ärgerlich. Und wenn ich jetzt so kämpfe, ihr seht das selber, dann habe ich tendenziell am ehesten die rosanen Steinchen, die sich dann nach und nach, ja, ansammeln. Ich weiß gar nicht, ich habe euch ja gerade die Ausrüstung schon gezeigt, ne, das Equipment. Ich muss ehrlich gesagt passen bei der Frage, ob ich bei der Ausrüstung irgendwas angepasst habe, weil ich habe alle Leute nackig gemacht und einfach geguckt bei meinen 4 Lieblingscharakteren, was für die das Beste ist und habe mich jetzt dazu entschieden. Also ich muss dazu sagen, das beste Equipment im Spiel, das findet man auch erst so im Laufe der Dungeons selbst. Also hoffe ich jetzt hier auf guten Loot in den Truhen. Aber primär muss ich leider auch ehrlich sagen, im zweiten Dungeon, ja, Aquabären, super. Bringt mir mal überhaupt nichts gerade. Ja, kaum erzähle ich hier, dass man hier tolle Sachen findet, ne? Gibt es den größten Scheiß auf dieser Welt? Giftheilung, ne? Wie ging denn das nochmal mit dem Wegwerfen? Machen wir das mal so. Ich habe so einen Bammel. Ich weiß auch gar nicht, wann hier irgendwelche... Okay, da kommt auch mal eine Lümmel zum Zug. Warum auch nicht? Ich weiß auch nicht mehr, wann hier wo Bosse auftauchen.
Ich habe überlegt, ob ich da mit einem, mit so, weil es gibt ja optionale Dungeon Guides, aber ich will mich auch ein bisschen überraschen lassen. Also ich weiß auch nicht, wann hier neue Gegner auftauchen und so. Es gibt hier in diesem Dungeon, so viel weiß ich noch, einen Gegner, ich weiß aber nicht, in welcher Etage der kommt, an dem man mega geil leveln kann. Das ist nämlich so ein Metallabschaum, glaube ich. Wenn man dann noch irgendwie den Leuten so einen Abschaumfilter mit auf den Weg gibt, dann ist das fast ein Selbstläufer. Eine andere Herausforderung, mit der ich mich hier noch konfrontiert sehen werde, ist, dass meine Leute, glaube ich, im jetzigen Zustand auch eine Level-Obergrenze von, ich glaube, 155 haben. Maximum ist ja 255 und man muss für jeden Charakter, ich glaube, über 50% aller Kampftrophäen freischalten, damit diese Sperre dann aufgehoben wird und man wirklich bis nach oben, bis 255 durchkommt. Und das werde ich nicht machen. Das kann ich euch jetzt schon sagen, das werde ich nicht machen, einfach weil die Kampftrophäen wahnsinnig viel Zeit fressen, überhaupt keinen Spaß machen. Also bei dem einen Charakter wird es natürlich schneller gehen als bei dem anderen, ist ganz klar. Aber also ich muss, wie gesagt, deswegen, das ist jetzt für mich auch ein riesengroßes Experiment, einfach zu gucken, wie weit kommt man mit dem, was ich gewillt bin zu tun. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. So, wir laufen jetzt direkt auf die nächste Kiste zu, genau. So, ich muss nur aufpassen, weil bei einigen Gegnern möchte ich auf gar keinen Fall einen Überraschungsangriff landen. Die hier gerne. So, ich glaube, das wird erstmal der einzige Gegner sein, den ich rausschneide, einfach weil der relativ safe ist. Also bei dem bin ich noch nie verreckt. Bei dem musste ich auch noch nie heilen, auch als ich deutlich weniger Level hatte. Also ich finde, dass der Schwierigkeitsgrad zwischen den einzelnen Viechern hier relativ stark schwankt. Und ich weiß, wir haben uns den Großpiriton noch nicht angesehen, dass machen wir aber, wenn ich auch die beiden anderen neuen Gegnern hier... Gegnern? Die beiden anderen neuen Gegnern. Tschüss, ich kann voll gut Deutsch und so. Das gucken wir uns dann an. Ich hätte nur fast schwören können, dass hier schon einer hätte sein müssen. Aber wie gesagt, das war gestern Abend. Ich war extrem müde. Deswegen bin ich zum Ende hin auch fast verreckt das eine Mal. Irgendwas höre ich hier hinter mir. Ja, da ist, glaube ich, der zweite neue Gegner. So, ja, das ist jetzt auch nicht so der Jackpot. Ja, also, der nächste Dungeon, der mir übrigens rein optisch weitaus schlechter gefällt als der hier. Also ich finde den hier viel, viel schöner. Ich hoffe, das wird jetzt kein Überfall, wenn es fertig ist. Ja, die sind auch neu und die sind auch gar nicht so... Nein, ich bin nicht auf Bakus. Nein. Okay, das sind dann so Momente, da kann man mal dezent in Panik verfallen. Okay, schwarzes Loch hat funktioniert. Was macht Aromat? Ja, es ist natürlich besser am Anfang des Kampfes, weil ihr seht, dass jetzt verteilen sich die Gegner nämlich so, ne? Und wenn das mit Bakus direkt zu Beginn funktioniert, dann bündelt er das und dann kann ich mit Aromats Feuersäulen da immer ganz bequem meistens alle treffen. Und die hier vertragen auch relativ viel. Also das ist das Einzige, was an denen so ein bisschen ätzend ist. Ich würde eigentlich eine Kettenkombo machen, das funktioniert nur nicht immer. Ja, aber inzwischen geht das. Also ich habe eigentlich wirklich Angst nur noch vor den Bienen jetzt hier in dieser Folge. Einfach weil, ja, die schadensmäßig immer noch abartig sind. Okay, da ist Bakus gerade kurz vorm Verrecken. Sarah, kannst du da irgendwie aushelfen? Ja, toll, super. Muss man hier alles selber machen? Ja, jetzt stürzen die sich alle auf Sarah. Okay, das sind die Momente, da könnte ich wieder dezent... Sternchen kurzen. Ja, nur Sternchen, nicht mehr. So. Einmal hier bitte. Ich hoffe, Sarah kriegt den irgendwie wieder stabilisiert. Nein, Sarah wird jetzt selbst verrecken. Ja, also Selbstläufer ist hier nicht. Warte mal. Wir haben so wahnsinnig viel Geld, also ich bin jetzt mal so frei und hau in Notsituationen auch mal ein bisschen mit Dings hier um mich. Ja, das schwarze Loch. Immer wenn er dieses schwarze Loch castet, dann haben wir immer so eine kleine Verschnaufpause. Also wenn die Gegner sich nicht gerade im Zornmodus befinden, weil dann werden die davon nicht eingesogen und umgehen das logischerweise. Ne? Das ist ja bei anderen Angriffen auch. Die können ja dann auch nicht zurückgestoßen werden und so ist ja bei uns auch, wenn wir in den Zornmodus kommen. Und ja, das war gerade echt schwieriger, als ich erwartet hatte. Aber wir bekommen immer noch glücklicherweise in
relativ schönen Abständen kleine Level-Ups. Lass mich in Ruhe. Ich muss mich erstmal wieder hier ein bisschen aufpäppeln. So. Ja, das waren jetzt, das war der, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie dieser Gegner heißt. Warte, ich habe mir das aber aufgeschrieben. Leonklinge, genau. Leonklinge und Großperiton haben wir jetzt schon gesehen. Und jetzt gibt es hier noch einen, der, glaube ich, nur einmal hier rumkauchelt auf dieser Etage. Bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt haben wir Bacchus aber auch drin. Ich glaube, den hier schnibbel ich jetzt auch mal raus. Denn wenn mir gegen diese Peritons ein Präventivangriff gelingt oder ein Präventivschlag, dann sind das immer nur zwei und dann ist das relativ überschaubar. Also ich habe, als ich hier mein Power-Leveling betrieben habe, da bin ich, habe ich mich von allen hinterrücks angreifen lassen. Einfach damit das ein bisschen schneller geht und habe das teilweise echt fast mit meinem Leben bezahlt. Und ja, das will ich jetzt hier für die Aufnahmen nicht unbedingt drauf ankommen lassen. Außer bei Gegnern, wo ich mich wirklich sicher fühle. So, einmal Bacchus. Sehr schön, mit Aromat konnte ich jetzt konvertieren. Das heißt, er hat wieder volle MP. Ah, hier ist die nächste Kiste. Warte mal, ich bin jetzt hier so meinen Laufweg irgendwie gewöhnt, dass ich da mal ein bisschen genauer hinschauen muss. Mammutbambus konnten wir, glaube ich, auch auf Nox Obscurus finden. Sogar relativ häufig an den Erntespots. So. Da ist wieder mein großer Liebling. Das ist jetzt aber kein Überraschungsangriff. Oh, guck mal, wie viele. Ist das abartig? Okay. Das könnte schwierig werden. Ja, bin ich immer so ein bisschen nervös. Ich hoffe, dass die Wildron ist dann jetzt das Ding. Okay. So viel zum Thema Biene oder Wespe. Wo bin ich? Ich sehe nichts. So, okay. Wow. Nicht alle. Oh, guck mal, die gehen alle auf Sarah los. Ist das denn zu fassen? Okay, Sarah ist wieder stabil. Wenn Bacchus jetzt ein schwarzes Loch wieder casten würde, dann. Ah. Okay. Da hatte ich gerade Glück, dass die sich da hinten so in der Ecke zusammengerottet haben. Das war gerade, ja, wirklich Glück. Okay, sehr schön. Das finde ich doch mal gut. Sogar relativ glimpflich davongekommen. So, ich hoffe nur, ich habe jetzt diesen anderen Gegner nicht übersehen. Das hier darf ich nicht vergessen, ey. Ich meine, so wahnsinnig schlimm ist das nicht, wenn Bacchus nicht Anführer ist, aber diese Panik dann immer am Anfang, ne, wenn ich das registriere, die muss ich dann auch nicht haben. So. Hier ist eine Sackgasse ohne Gegner. Ich verstehe gerade nicht, warum ich diesen einen Gegner hier nicht habe. Der ist normalerweise immer ein bisschen früher da gewesen. So hier in dieser Ecke. Ich bilde mir ein, dass ich den vorhin auch gehört habe. Vielleicht war der auch gerade... Da ist er. Da, das Flattervieh habe ich gesucht. Ich bin jetzt mal so mutig und lasse mich hinterrücks angreifen, weil die sind, wenn die sich nicht eklige Begleitung mit dazu holen, und das tun sie natürlich, gehen die eigentlich. Zumindest hatte ich mit dem bisher nicht so die Probleme, was mir an dem gerade so ein bisschen missfällt. Ich habe das vielleicht gerade gesehen, die haben sich so ein bisschen auf die einzelnen Ecken verteilt und da kommt schon wieder dieses scheiß Piriton-Vieh. Ja, die heißen Albtraumschwinger, ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Das entspricht, ich glaube, wir haben die zuerst in Form von Harpien gesehen. Relativ früh schon im Spiel. Die hatten dann, glaube ich, später noch so... Nein, falsche Taste. Ah, Konzentration. Nigoya. Jetzt guckst du hier schneller ins Schwarze, als du das aussprechen kannst. Sehr schön. Oh, das ist so... So toll, irgendwie streichelt das so ein bisschen die Seele, dass man immer noch so viele Level-Ups hier bekommt, obwohl man schon relativ fortgeschritten ist. Ist natürlich immer noch meilenweit weg vom Max-Level, ganz klar, aber trotzdem. So, das sind nämlich die einzigen drei neuen Gegner gewesen. Die können wir uns jetzt hier auch mal anschauen. So, ich hoffe, die sind hier irgendwo gebündelt. Unten müsste aber eigentlich der Fall sein. Ey, ganz ehrlich, bei dem einen oder anderen müsste ich aber... auch schon ziemlich viele Prozente haben. Ja, guck mal hier, das sind die Fledermäuse, glaube ich, ne? So, fangen wir mal mit der Albtraumschwinger an. Information. Eine nachtaktive Harpie, die sich tagsüber in dunklen unterirdischen Höhlen versteckt. Wie Eulen können diese Wesen gut im Dunkeln sehen und ihre Beute leicht ausmachen. Sobald sie ihren Fang zum Nest gebracht haben, stürzt sich der Rest des Schwarms auf das Fressen und reißt es mit seinen scharfen Krallen in Stücke. Yummy. Die sehen aber fast süß aus, ne? Eigentlich finde ich nur die Augen ein bisschen gruselig.
So, dann Großperiton, die nervigsten von den dreien, würde ich sagen. Das Weibchen des Schnabelbeils. Unter der Erde baut es Nester, legt Eier und zieht den Nachwuchs groß. Der Großperiton ist sehr nervös, wenn es um seine Jungen geht und stürzt sich auf jeden, der sich dem Nest nähert. Die Jungvögel besitzen von Anfang an starke Schnäbel, sodass sie nach dem Futter picken können, das ihnen ihre Mutter bringt. Sehen aber schön aus. Ich finde, die sehen hier auf dem Bild nicht so metallisch aus, wie das im Kampf der Fall ist. Aber vielleicht täuscht das auch. Und die Leonklinge. Eigentlich der unspektakulärste Gegner, würde ich sagen. Ist aber auch irgendwie schnuffelig, oder? Ein Fleischfresser, der einst überall auf Astral anzutreffen war. Man hielt die Art bereits seit Jahrhunderten für ausgestorben, doch nun wurde eine kleine Population in der Höhle der Sieben Sterne gesichtet. Viele verlangen nach besonderen Schutzmaßnahmen für die Spezies, doch gleichzeitig erzielen das Fell und die Zähne hohe Preise auf dem Schwarzmarkt. Naja, wie das halt so ist, ne? Ja, die anderen haben wir in der letzten Folge, glaube ich, schon gelesen. Die haben wir ja auch schon bekämpft. Wenn nicht, bitte in die Kommentare damit. Wobei ich für diesen Dungeon hier relativ viel vorproduziere. Aber spätestens ja in der letzten Folge oder wenn ich dann doch mal ein Päuschen einlege, kann ich darauf zurückkommen. Ich will das halt nur nicht doppeln. So, jetzt einmal wieder ein bisschen Konzentration wegen diesen Viechern. Geil ist auch, wenn du hier in so einem schweren Dungeon dann plötzlich aus Versehen so einen Überfall provozierst. Irgendwo um die Ecke noch ein anderer Gegner rumkrauchelt, der so gar nicht ersichtlich war und ja, das dann alles irgendwie total ins Chaos mündet. Aber die gehen. Also das Gute ist, dass man bei denen halt relativ viel Schaden austeilt. Wie man das halt auch von den Viechern schon aus dem Anfangsstadium im Spiel kennt. Aber wenn die einmal zum Angreifen kommen, dann ist ja, richtig critical und gefährlich und so. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die auch schon auf Eos, wo wir ja das Spiel begonnen haben, dass die da auch schon relativ, ja, also auf jeden Fall deutlich nerviger waren, als das bei den... Oh, Sarah ist tot. Toll. Habe ich nicht mitbekommen. Ja, dumm gelaufen, Sarah. Zumal sie jetzt zu meinen wichtigsten Leuten gehört und ich das da natürlich immer nicht so geil finde. Irgendwas hat mir gerade ins Ohr gerüchelt. Habt ihr es auch gehört? So, warte mal, erstmal muss ich Muria wieder für Wiederbelebung, Pipapo, Heilung etc. Benutzen. Benutzen klingt so falsch, ne? Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon. So. Und dann kann es gerne weitergehen. Hier kann ich mit irgendwas interagieren. Ich will aber gerne die Gegner erstmal alle wegräumen. Okay, frag mich nicht warum, aber das war gerade ein Überraschungsangriff seitens des Gegners. Ich bin eigentlich ziemlich sicher gewesen, dass ich gerade frontal auf den zugelaufen bin, aber na gut, wenn das Spiel meint, das anders beurteilen zu müssen, dann bitte. Ging ja glücklicherweise noch gut aus. So, einmal bitte Taktik auf Bacchus. Vielen Dank. Ja, Bacchus wäre, wenn er diesen Skill nicht hätte, auf gar keinen Fall in meinen Top 4. Also in meiner präferierten Hauptzusammenstellung. Muss ich ja auch mal dazu sagen. So, ich habe ein bisschen Angst vor diesem großen Raum. Ich habe den da gesehen, den da unten, wo diese Kiste auch drin ist. Also irgendwas müssen wir jetzt hier machen, um ins nächste Stockwerk zu kommen. In der Nähe schwebt ein ungreifbarer Stern. Okay, ich weiß nicht warum, aber ich habe das blöde Gefühl, das könnte es jetzt tatsächlich auf den Bosskampf hinauslaufen. Das spricht so viel dafür, aber hier haben wir erstmal noch ein paar normale Gegner. Die lasse ich mal immer drin. Oh, ich will mal meinen Kaffee trinken, aber das kann ich jetzt hier irgendwie gerade nicht. So, warte mal, einmal hier. Komm, immer wenn ich den Kampf besiege, den Kampf schaffe, den Kampf besiege, den Gegner besiege, so rum. Oh, okay. Ich habe diesen Skill gerade nicht mal zum Einsatz gebracht, aber ist natürlich gut. Ja, das ist das Tolle, ne? Wenn du gerade irgendeine Aktion hast von einem Charakter und dann just in diesem Moment, wo er die ausführt, auf diesen Charakter umschwenkst, dann zählt das auch von als von dir ausgelöster Zug. Also, versteht ihr, was ich meine? Das hat man an dem Beispiel gerade ganz gut gesehen. Genau, aber Steinregen caste ich ja nie, wenn ich Aromat steuere. Das, ja, bringt manchmal ganz interessante Kampftrophäen hervor. So, einmal bitte wieder Muria. Das ist so wahnsinnig langweilig, ne? Aber ich will jetzt hier nicht irgendwie einen auf Rambo machen und... Ja, weiß ich nicht, hier Tode kassieren, einfach nur, weil ich zu faul zum Heilen war. Das muss ja nur auch nicht sein.
So, was haben wir denn hier Schönes? Gibt es hier noch Gegner? Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Ecke hier war relativ gegnerarm. Wahrscheinlich, weil wir jetzt voll eins auf die Mütze bekommen. In diesen Raum habe ich bisher mal reingeschaut, weil ich gucken wollte, ob es da normale Standardgegner gibt. Aber zumindest von draußen erkennt man keine. Oh Gott, ich habe so eine Angst. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So, wollen wir. Vielleicht hat hier dieser Dungeon auch schon sein Ende. Also wenn mir das jetzt hier zu krass wird. Scheiße. Oh, fuck, ey. Ach Mann, ey. Warum? Warum direkt in der ersten Etage? Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt bin ich übrigens gerade voll gegen mein Headset gekommen. Sorry. Boah, was für ein irres Ding ist das denn? Naja, toll. Das ist wahrscheinlich irgend so eine Maschine, die jetzt hier außer Rand und Band ist. Tempelwächter. Toll. Ein defekter Roboter? Meine Güte, er ist ganz schön groß. Das ist ein mächtiger Gegner. Ein sehr mächtiger Gegner. Jetzt geht es los. Zappt, ja. Zappt dich doch selbst, ey. Okay, was mich gerade richtig beunruhigt, ist natürlich, dass ich jetzt auf diese vier Leute angewiesen bin. Und eigentlich keine Reservespieler habe, wenn man so möchte. Also klar, mal eben die kurz reinholen und andere beleben und so. Aber es geht. Es geht, Leute. Ich glaube, wir haben eine realistische Chance. Ja, das ist gut. Das ist gut. Es sei denn, der hat jetzt natürlich irgendwelche abartigen Angriffe, die ich noch nicht so erkennen kann. Aber Bakus macht mit seinem Schwarzen doch auch gut mit. Wobei dieser Skill bei solchen Einzelgegnern gar nicht so krass ist. Sondern eher, wenn du so, ja, Gegnergrüppchen hast, die dann zusammengezogen werden. Okay, ich habe voll umsonst Panik geschoben. Aber ich sag euch eins, meine Panik in Bezug auf diesen Dungeon insgesamt, die ist gerechtfertigt. Da weiche ich nicht von ab. Scheiße, jetzt hat er mich im Visier. Bitte einmal auf jemand anderen konzentrieren, wenn es geht. Okay, das ist gut. Das ist gut. Da fällt mir gerade ein riesiger Stein vom Herzen. Nein! Also ich hänge an dieser Bonustafel jetzt nicht so krass. Zumal mir die gelben Steinchen so ein bisschen missfallen. Aber okay, das ging klar. Das ging klar. Sehr schön. Ich freue mich. Wow. Geil. Mit Erfahrung geizen die auf jeden Fall nicht. Wobei so ein krasser Unterschied zu den Standardkämpfen war das jetzt auch nicht, ne? Aber egal. Wir haben jetzt auch nur unwesentlich länger für diesen Kampf gebraucht, muss man ja auch dazu sagen. Tempelwächter, jawohl. Und hier muss jetzt eigentlich irgendwas drin sein, was uns im Dungeon weiterkommen lässt, weil eine andere Möglichkeit, auf die nächste Etage zu kommen, gab es bisher nicht. Und Steinfragment klingt doch schon mal ganz gut. Aber erstmal Tempelwächter kicken. So viel Zeit muss sein. So, ich glaube, ich muss jetzt hier schon relativ weit runter, kann das sein? Da haben wir ihn. 15%. So, ein uralter Roboter, der in der Höhle der sieben Sterne entdeckt wurde. Während es sich beim Höhlenwächter offenbar um eine in der Entwicklung befindliche Version handelt, nimmt man an, dass der Tempelwächter das Endprodukt ist. Allerdings scheinen einige seiner Teile noch unvollständig, sodass er vielleicht nur ein Testmodell ist. So, so. Irgendwie erinnert mich das gerade an den Lost Odyssey DLC, wie das da beschrieben wird. War das nicht das Vieh, was wir in der Erstausführung in der Höhle in Astral gesehen haben? Bin mir nicht ganz sicher, aber da war auch irgendwie so ein, ja, so ein mechanisches Teil. Ich weiß nicht, ob der Text darauf auch mitunter anspielt. Kein Plan. So, das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Und die spannende Frage wird jetzt sein, was mache ich damit? Also wir hatten diesen komischen leuchtenden Spot. Den werde ich jetzt mal aufsuchen. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass Bosskämpfe immer nur in diesen separaten Räumen stattfinden. Dass in diesen Einzelräumen allerdings nicht immer Bosskämpfe auch getriggert werden. Also manchmal kannst du da reinlaufen, ohne dass was passiert. Deswegen war meine Hoffnung jetzt auch so groß, dass wir hier noch verschont bleiben davon. Aber egal. In der Nähe schwebt ein... Okay. Okay. Was soll mir das jetzt bringen? Das verstehe ich nicht so ganz. Warte mal, wir können ja mal gucken, wir haben ja hier was Schönes bekommen. Ein Steinstück, das irgendwo abgefallen sein muss. Ja. Nicht, dass ich das jetzt irgendwo einsetzen muss.
aber nicht erkenne, wo. Aber wenn hier so ein Ausrufezeichen ist... blicke ich nicht so ganz durch? Also so explizit aus dem Inventar heraus benutzen funktioniert ja nicht. Und ansonsten habe ich hier auch nichts. Doch, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Warte mal, jetzt muss ich nur erstmal weniger bescheuert laufen. Dann können wir hier auch gerne mal gucken. So, Gegner müsste ich jetzt alle aus dem Weg geräumt haben. Ja, ich hoffe, das ist okay so für euch. Also, ne, alle Kämpfe zeigen, alle Gegner mitnehmen, so rum neue Gegner zeigen, jeden Gegner ein paar Mal auch im Kampf zeigen, so ein Gebiet leer räumen und dann in der nächsten Folge auch in die nächste Etage weitergehen. Ja, genau, hier war nämlich so ein komisches Ding. Vielleicht erinnert ihr euch noch, eine mysteriöse Kugel schwebt in der Luft. Ich glaube, hier kann ich nämlich irgendwo... Ja, okay, alles klar. Hier können wir das Ding nämlich einsetzen. Und das wird uns dann ins nächste Stockwerk katapultieren. Ich kann uns das ja mal kurz angucken. Bin jetzt nämlich neugierig, wie groß das ist. Aber die sind hier, ich glaube, die werden tendenziell immer größer. Ja. Hier werden wir auf jeden Fall gut beschäftigt sein, meine Lieben. Ja. Also auch wenn dieser Part jetzt nicht so wahnsinnig lang ist, ich möchte jede Etage komplett in einem Part abgebildet haben und kenne auch keine Obergrenze. Das heißt, selbst wenn ich für eine Etage mal 2 Stunden brauche, dann ist das halt so und dann haben wir auch mal einen 2-Stunden-Part. Also da wird sich das wieder so ein bisschen ausgleichen. Aber fürs Erste bedanke ich mich ja, bei euch fürs Einschalten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch noch einen wundervollen Resttag. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!